Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Ich habe heute eine Information für euch, wichtig für die Zuhörer meiner Sendung. Ab sofort werde ich also wieder über Wake News Radio direkt senden können. Das heißt über die Player von ICRN Radio und UWS Radio bin ich dann wieder zu empfangen. Und natürlich habe ich dann auch noch andere Sender, die mich simultan übertragen können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Hier natürlich Orky Talk und Milane FM, soweit es Ihnen möglich ist. Und vielleicht kommen auch noch der ein oder andere hinzu. Jetzt möchte ich auf eine Sendung hinweisen, die ich geplant habe für den Donnerstag, den 19. Juli 2012. Mit dem Thema Nächstenliebe, ein Fremdwort. Ja, und da geht es darum, wir befinden uns in dunklen Zeiten. Mehr und mehr, so scheint es, ziehen Gewitterwolken des Bösen auf. Tyrannei, Polizeigewalt, Polizeistaat, Überwachung, falsche Flaggenattentate, Agent Provocateur, der Weltkrieg III, martialische Sprüche der ewiggestrigen Politiker und Regierungen in der Hand der im Hintergrund agierenden Mächtigen, die ich ja die Dims nenne, ne? Die dominante irrsinnige Minorität, die nur ihr eigenes Spiel im Auge haben, schrecken vor keiner Menschenopferung zurück, im Gegenteil. Was ist aber aus der Ethik geworden? Was blieb, zumindest im christlichen Raum, von der so wichtigen Lehre, einem Selbstverständnis der christlichen Lehre der Nächstenliebe? Wer ist sich dieser wichtigen Lebensgrundlage menschlichen Miteinanders eigentlich noch bewusst? Weshalb sind die christlichen Kirchen so verdächtig still in der Öffentlichkeit, über dieses Thema mit den Menschen zu sprechen? Was müssen wir tun, um diese Menschlichkeit, diese Liebe deines Nächsten wieder wachzurufen, um die bösen und grausamen Kräfte, die unsere Welt vergiften, in die Schranken zurückzuweisen? Ja, über dieses und vieles mehr geht es in der Sendung am Donnerstag, den 19.07.2012, live mit Detlef ab 16 Uhr bei Wake News Radio. Und wie gesagt, wir werden auch simultan bei anderen Sendern mit direkt ausgestrahlt. Und wenn ihr Fragen, Kommentare, Infos habt, könnt ihr die natürlich ab sofort wieder unter radio@wakenews.net an mich senden. Und ich werde versuchen, viele davon in der Sendung vorzutragen. Und natürlich gibt es hier auch Chaträume auf der Seite wakenews.net, wakenews Radio, die ihr selbstverständlich dann gerne nutzen könnt. Aber natürlich auch die Möglichkeiten der anderen Sender, die mich simultan übertragen. Wenn das zum Beispiel bei OkiTalk der Fall ist, könnt ihr dort natürlich auch die Chaträume nutzen oder das Mumble. Wie auch immer, ich freue mich, wenn so viele wie möglich zuhören, denn es geht auch um eins, konkrete Hilfestellung. Ja, die wir zum Beispiel über die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten versuchen mit einzubauen. Und hier ist die letzte Aktion, Aktion Survival Paket für Hartz-IV-Opfer. Ganz wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen. Und wir brauchen jede Menge Unterstützung von Leuten, die uns hier helfen, ja, Fragen und Nöte unserer Mitmenschen mit zu beantworten, beizutragen, nicht nur mit finanziellen Mitteln oder mit Paketen, die versandt werden können an Hilfsbedürftige, sondern natürlich auch mit praktischer Hilfe, Begleitung von Bedürftigen zu so Gesprächen bei den Jobcentern oder sonstigen Angelegenheiten und natürlich auch in der Weise, in der Art und Weise, wie wir ihnen beibringen können, sich selbst zu wehren, sich ein Konzept aufzubauen, wie sie selber damit fertig werden können. Und da stehen wir natürlich als Anlaufstelle zur Verfügung, aber wir können eben nicht alles machen. Und deswegen auch ein wichtiges Thema bei der nächsten Sendung. Bitte alle einschalten. Ist der Detlef von Wake News Radio. Ich freue mich auf euch. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.